zurück, Haoki. Deine große Schwester wird dir alles beibringen, was du möchtest. Nein, danke. Ich kann selber für die Schule lernen. Dann wirst du mich also auch abweisen. Was ist denn los? Ich habe Yayoi angeboten, ihr beim Lernen zu helfen. Aber sie ist einfach vor mir weggelaufen. Naja, als Lehrerin bist du auch ziemlich mies. Um X herauszufinden, benutzt du einfach diese Rechnung. Das war doch einfach. Komm mit uns zur nächsten Matheaufgabe. So. Hä? Am Lernen? Ja, ich schreibe morgen einen Test. Ach so. Viel Glück. Danke. Ich weiß, dass du dich für deine Prüfungen vorbereiten musst. Aber hilf mir bitte. Du bist ein guter Lehrer, Haruki. Auch wenn Mutsuki mir echt leid tut. Ich habe wohl keine Wahl. Hä? Ab und zu kann ich dir meine strenge Nachhilfe geben. Ah, danke! Wenn sie so ehrlich ist, kann sie richtig süß sein. Hä? Was musst du lernen? Alles von hier bis da. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was ich davon nicht verstehe. Hast du noch alte Tests von dir? Oh, meine alten? Ja, schon, aber muss ich sie dir zeigen? Ich weiß, dass du schlechte Noten hast. Brauchst dich gar nicht zu schämen. Yep, schrecklich. Schlag mich noch einmal und ich helfe dir nicht mehr. Aber gut, ich kenne jetzt zumindest deinen Schwachpunkt. Das, was du jetzt üben musst, ist Multiplikation. So ein Unsinn. Multiplikation lernt man doch in der Grundschule. Vertrau mir einfach und schreib das einmal eins auf. Kinderleicht. Du hast 4 Fehler gemacht. Hä? Das waren bestimmt nur Flüchtigkeitsfehler. Und genau deswegen hast du ja immer so schlechte Noten. Ab jetzt wirst du nur Multiplikation üben, bis du umfällst. Fertig. Du hast einen Fehler in der 8. Reihe gemacht. Zeit fürs Bett. Du machst noch zu viele Fehler. Nochmal. Lernt ihr? Nicht gucken. Sie schreibt morgen einen Test. Ein Test? Viel Glück. Glück. Apropos Test. Bei Multiplikation habe ich volle Punkte bekommen. Ich auch. Das ist schön. Bin wieder da. Willkommen zurück, Yayoi. Und wie lief der Test? Hast bestimmt alles gegeben. Welche Note hast du denn? Ah, nicht so schnell. Ich hab dir doch geholfen, oder nicht? Zeig sie mir! Nicht! Du musst verstehst da was, Mutsuki. Ich wollte nur sehen, wie sie... Ist das meine Schuld, weil ich wollte, dass sie sich besser verstehen? Badeanzüge? Folge 7. Ein Schwimmbad in der Wohnung? Klingt nach Spaß.